Hallo, sehr verehrte Zuschauer und Zuschauerinnen zu einer neuen Ausgabe Let's Play World of Warships und heute mit einem Replay eingeschickt von Admiral Akbar 666 und seiner Atago. Und dieses Schiff wurde vor gar nicht allzu langer Zeit mal gewünscht. Dementsprechend also jetzt schön, dass wir das Ganze hier mal sehen können und wir spulen natürlich mal etwas vor. Ja, er setzt mal ein paar Torpedos, Proxy rein, da passiert noch nicht viel. Die hält er hier die ganze Zeit auf. Also von dem her. So, jetzt wird es wohl spannender. Weil da ist dann eine New Orleans, die für ihn erreichbar ist. Und da wird sofort drauf gegangen. Kriegt sofort den ersten Zitadellentreffer mit AP. Und da kommt noch eine Ibuki rum. Dann nimmt er auch nochmal Torpedos zur Hand. Leider im Reload. Dementsprechend muss er da noch warten. Da kommt es jetzt rum. Kann hier schön auf die Breitseite schießen. Bietet sich hier perfekt dafür an. Und kriegt gleich zwei Zitadellentreffer drauf. Ideal. So, die Ibuki steht. Pferde will jetzt sogar zurückfahren. Da kommt er dann nochmal wahrscheinlich schön auf die Seite drauf. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Und nochmal zwei Zitadellentreffer. Also mit der Aktion hat sich die Ibuki da nicht viel Freude gemacht. Aber ideal natürlich für den Admiral. So. Und so eine Hipper, die steht da auch im Weg. Da muss er einfach ein bisschen anschieben. Und dann geht es schon wieder mit dem Nachbarn. Torpedos auf Steuerbord. Torpedos kommen jetzt hier rum. Sind jetzt recht früh offen. Also kann er hier noch dementsprechend versuchen zu reagieren. Ich denke mal, einer erwischt ihn. Oder kann er sogar noch drehen? Ah, sehr knapp. Ordentlicher Schaden. Hat sogar den Flutung als Hintergrund gehabt. Dementsprechend kann er hier ja reparieren mit der Atago. Und auch heilen. So dass das unterm Strich dann alles gar nicht mehr so schlimm aussieht. Hier schießt er jetzt auf die Baltimore. Da jetzt in dem Fall mit HE. Einfach auch natürlich des Winkels halber. Aber wir sehen oben schon, er hat schon 40.000 Schaden gesammelt. Aber es werden noch deutlich mehr. Das kann ich versprechen. Das wird also vom Damage her eine sensationelle Runde. Und auch die XP und die Credits sind sehr, sehr, sehr ordentlich. So, da hinten ist noch eine Hipper. Oder rechts von sich. Also ist überall so ein bisschen was. Der Gegner ist, was das Cap angeht, etwas fleißiger. Sein Team hat ja schon einmal einen Achter und die 10er Shimakaze verloren. Auf Gegnerseite einmal Baltimore und die besagte Ibuki, der er ja schon sehr zugesetzt hat. Und jetzt fährt er hier mittig durch, wobei das geht ganz gut, weil man ist hier von rechts durch die Insel geschützt, vorne auch, also da kann man schon mal durchfahren. Einzige, was man ein bisschen beachten muss, dass da dementsprechend einfach ist, mit Torpedos zu arbeiten für den Gegner. Jetzt sagt er an, dass er da Support auf die New Orleans haben will, die kommt auch direkt auf ihn zu. Die dreht aber jetzt schön ab. Vielleicht kriegt er hier auch nochmal Zitadellentreffer hin, aber nee, dreht wieder rein. Trotzdem 5000 Damage ohne Zita, das ist schon ordentlich. Und da kommen schon die nächsten Torps. New Orleans hat ja keine Torpedos, das ist sein Glück. Und jetzt setzt er wiederum Torpedos, gibt hier wiederum seines Zeichens die Seite preis. Oh. Da bekommt er einen vom Team. Sehr doof von der Fubuki. Sein einer Torpedo trifft dann dort. Also so macht man keine Torpedos als Teammate, wenn man weiß oder sieht, da kommt einer. Absolutes No-Go. Hat er wirklich Glück gehabt, dass er sogar nur
einen abbekommen hat und nicht mehrere davon. Die Izumo ist natürlich auch sehr unangenehm. Aber da kommt er jetzt noch weg. An seiner Stelle übrigens, ich hätte im Chat was geschrieben, also verwunderlich, dass er das gar nicht tut. Spricht für ihn und dass er sich weiterhin aufs Spiel konzentriert. Ich glaube, ich wäre ein bisschen angepisst nach sowas. So, schöne 8 Treffer samt Brand. Yamato ist aber ein absolutes Monster, selbstverständlich. So, die Fubuki schießt weiter in Torpedos. Auch wenn da hier die Ron ist. Also muss man wirklich sagen, der Fubuki ist das gefühlt scheißegal. Und er geht weiterhin auf die Yamato. So, Ron ist zerstört. Er hat hier wieder 4 Zieltreffer auf die Yamato bekommen. Und jetzt will er auf die Izumo fahren. Fahrt sogar wirklich der nach. Also das ist mutig. Tier 8 Kreuzer gegen Tier 9 Schlachtschiff. Zündet sie an, aber kriegt hier auch dicken Damage. Und jetzt dreht er bei. Den Fächer lässt er recht groß. Izumo brennt schön. Und jetzt kommt er auch gleich hinter die Insel. Nochmal angezündet, nochmal einen satten Schaden gemacht. Und weg ist er. Sehr fein. Gegnerische Schlachtschiff versenkt. Neben ihm gleich auch noch eine Ibuki. Aber erstmal will er sich wohl der Yamato widmen. Aktuell 80.000 Damage schon gefahren. Ah, leicht drüber. Bisschen korrigieren. So. Aber da ist es schon weg. Also der Gegner nach wie vor hat immer 2 Punkte mehr. Allerdings, dadurch, dass sie schon mehr zerstört haben, liegen sie ticketmäßig noch vorne. Noch eine Yamato. Wieder einen breiten Fächer. Und da noch eine Hipper. Wieder schön die Breitseite. Leider hat er noch HE geladen. Das wäre jetzt wiederum schön für AP gewesen. Deswegen 5000 Damage und der Brand. Und wahrscheinlich, so wie es aussieht, kann er den sogar. Ne, der wurde repariert. Dementsprechend brennt er leider nicht weg. Aber er hat ja da Torpedos an den Mann gebracht. Also vielleicht die. Ne, ist ja auch schon zerstört. Ah, langsam stirbt da alles so. Da ist die Yamato noch. Wusste ich doch. Die hatte ich nämlich gerade vermisst. Aber die ist hier unter dem Icon mittlerweile schon verdeckt. Die würde eigentlich hier oben stehen. Aber da ist es schon dahinter. Deswegen habe ich es jetzt gerade nicht mehr gesehen. Also die Yamato 6,4 Kilometer weg. Und er will hier mit Torpedos arbeiten. Torpedos auf Backbord! Da kommen schon wieder Torpedos. Schon wieder von der Fubuki. Da würde ich auch nervös werden. Torpedos aus. Und gerade wenn er Torpedos jetzt auf so Backbord. reindreht, muss er echt aufpassen. Aber er wiederum will die Torpedos loswerden. Wahnsinn, ist das alles knapp. Da würde ich jetzt übrigens wirklich einen kleineren Fächer nehmen. Wobei die aber sehr, sehr nah beieinander bleiben. Kann auch ein Replay-Bug sein. Weil eigentlich dürften die bei dem großen Fächer nicht so weit, also nicht so nah zusammenbleiben. Ich glaube, da ist ein Replay-Bug. So. Vier Treffer. Ja, und da ist er schon weg. Das war die Yamato. So, hat wieder HE. Beziehungsweise auch das kann teilweise ein Bug sein, dass das dann AP wäre, wobei er setzt so oft die in Brand, von dem her gehe ich schon auch davon aus, dass es hier HE geschossen wird.
Und weg ist er. Gegnerischer Kreuzer gesunken. So ein North Carolina. Wer ist gerade noch am Reparieren? Da kommen jetzt Torpedos. Und... oh ja, er kommt noch rum. Oh, oh, oh. Und den Alter. Das war mal... das war nicht schlecht, du. Und jetzt bremst er auch hier ab, weil den beiden will er jetzt so nicht direkt nachfahren. Mehr als nachvollziehbar an dieser Stelle. Er schreibt auch awesome. Ja, das war's wirklich. Also hätte ich niemals erwartet. Also wenn der die Torpedo so kommt, aber einer von vorne, hat sehr gut funktioniert. Aber auch das gehört mal dazu. Und das macht es ja gerade bei World of Warships so spannend, finde ich eben auch. So, und da die Fletcher. Kriegt auch nochmal hier die HE-Schellen. Macht jetzt den Rauch an. Jetzt setzt er in den Brand. Die Torpedos sieht man, da hat er eine andere Fahrt erwartet. Dementsprechend hat er damit jetzt nichts am Hut. So, da ist er. Und jetzt auch nochmal schöne Hits. Den Ausfall hat er auch zu beklagen. Und zerstört ist er. Sehr nice. Wirklich läuft wie am Schnürchen hier die Runde für ihn. Es gibt so Runden, die entscheidet ein Spieler mit. Und das muss man mal ganz klar ihm hier anerkennen. Das macht er. So, jetzt braucht er die Türme gleich links von sich. Capt hier auch nebenbei jetzt endlich mal den Punkt, dass hier der zweite Punkt denen gehört. Aber sie sind mit den Tickets so oder so in Führung liegend und dann auch noch natürlich mit den Schiffen. Wobei die Rhone dürfte sich jetzt gleich der, was ist denn das, der Gearing da entledigen. So nah dran dürfte eigentlich gleich Geschichte sein. Da eine Iowa. Und hier sein Schiff mehr als gezeichnet mittlerweile von der Schlacht. Aber... sehr, sehr mutig bisher alles. So, und jetzt wieder auf die North Carolina. Also auch am Ende in der Auswertung werdet ihr sehen, deutlich mehr Schaden durch HE-Granattreffer und Brände verursacht als durch AP-Granattreffer. Also der spielt die Attacke wirklich sehr HE-lastig. Aber meistens hätte ich wohl die gleiche Wahl getroffen, so wie der Gegner gefahren ist. Und hier wird er jetzt rausgenommen. Ja, am Ende werdet ihr jetzt in der Endauswertung sehen, hat er 177.643 Damage gemacht. Unglaubliche über 3.000 Basis-XP. Also sehr nice. Leider ist ja die Replay-Aufnahme verbuggt, sodass ich euch das Ende nicht mehr zeigen kann, weil es da ja immer dann direkt abbricht. Aber ich kann euch versprechen, das war ein Sieg. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß bei World of Warships. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.